بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Surah 6, Vers 90, über die Propheten und Gesandten, أُولَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. Dies sind diejenigen, die Allah herabgesandt hat, die Allah recht geleitet hat, so nehmt euch ein Beispiel an ihrer Rechtleitung. Und deswegen müssen wir uns anschauen, wie die Propheten Dawah gemacht haben, das heißt, wie sie zum Islam eingeladen haben. Es gibt heute einige Leute, die behaupten, man soll in der Dawah nicht direkt sein, man soll in der Dawah nicht offensiv sein, man soll in der Dawah nicht die Nicht-Muslime kritisieren, man solle niemals die Strafe erwähnen, ansonsten mache man die Dawah falsch. Wir schauen jetzt, wie der Prophet Moses in der Sure 20 die Dawah gemacht hat. Und wenn er in der Dawah direkt war, offensiv war, Strafe erwähnt hat, ja, dann ist diese Aussage, die die Leute erzählen, falsch. Und viele kommen mit dieser Aussage im Koran. Guck mal, Allah hat zu Moses und Harun gesagt, اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. O ihr beide, geht zum Pharao, ja, der ist wahrlich am Übertreten, und sagt zu ihm ein sanftes Wort. Sie vervollständigen den Vers aber nicht. Vers 42, 43, ja, in Sure 20, 43. Geht beide zu Pharao, er ist aufsässig, dann darum sprecht ein sanftes Wort zu ihm. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Vielleicht lässt er sich mahnen oder fürchtet sich vor Gott. Das heißt, dieses Wort soll dazu führen, dieses sanfte Wort, dass er sich vor Gott fürchtet. Das ist also keine Schmeichelei. Ja? So, ich lese weiter, nur auf Deutsch, aus der Übersetzung von Rudi Parrett. Ja? So, das war jetzt Vers 44 in der Übersetzung von Rudi Parrett. Ja? So, da geht es weiter. Sie sagten, Herr, wir fürchten, dass er sich in uns vergreift oder dass er aufsässig wird. Das heißt, Musa und Harun haben verstanden, dass wenn sie diese Botschaft dem Pharao überbringen, dass er sie vielleicht angreift. Das heißt, die haben schon verstanden, dass dieses Wort es in sich hat. Es geht weiter. Er sagte, also Allah sagte, habt keine Angst, ich bin mit euch und höre und sehe alles mit an. Gehe nun zu ihm und sagt, so jetzt sagt Allah praktisch, was sie sagen sollen. Das heißt, das Kaulayin, das sanfte Wort, wird jetzt von Allah sozusagen erklärt. Wir sind Gesandte deines Herrn zu dir. Das heißt, dass sie sagen zu dem, der sich selber von sich sagt, Ana Rabbukum al-A'la, ich bin euer höchster Herr. Wir sind Gesandte von deinem Herrn zu dir. Schick die Kinder Israels mit uns weg und bestrafe sie nicht. Das heißt, die geben dem Befehle. Wir sind mit einem Zeichen von deinem Herrn zu dir gekommen und Friede sei über einem jeden, der der Rechtleitung folgt. Mit anderen Worten, wenn du der Rechtleitung nicht folgst, ist auch kein Frieden für dich da. Ja? Dann geht's weiter. Uns ist als Offenbarung eingegeben worden, dass die Strafe denjenigen trifft, der die Wahrheit der göttlichen Botschaft für Lüge erklärt und sich davon abwendet. Mit anderen Worten, wenn du dich davon abwendest, wirst du bestraft werden. So. Pharao sagte, wer ist denn euer Herr Moses? Moses sagte, unser Herr ist der, der einem jeden Ding seine kreatürliche Art seine Existenz gegeben und hierauf die Menschen recht geleitet hat. Pharao sagte, wie steht es denn mit den früheren Generationen? Moses sagte, über sie weiß nur mein Herr Bescheid, all das ist in einer Schrift festgelegt. Mein Herr irrt nicht und vergisst nicht. Er, der euch die Erde zu einem Lager gemacht hat und euch auf ihre Wege angelegt hat und vom Himmel Wasser hat herabkommen lassen und wir haben dadurch Arten von verschiedenen Pflanzen hervorgebracht. So, auf jeden Fall bis hierhin, also bis Vers 54, es ist ganz klar, sie gehen zum Pharao, sind direkt, geben ihm Befehle, sie machen ihm klar, dass er einen Gott hat, dass er sich nicht selber Gott nennen kann und machen ihm klar, dass wenn er dieser Botschaft nicht folgt, bestraft. Kann man selber nachlesen. Und das ist der Beweis dafür, dass diejenigen, die behaupten, dass man so keine Dawah machen dürfe, dem Koran widersprechen. Und dass diejenigen, die behaupten, man soll
gar nicht die Botschaft von Allah rüberbringen, sondern für sich behalten, mit dem Islam überhaupt nichts zu tun haben.